Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder einen neuen Taste-Test. Ich habe drei Dinge, die ich testen werde mit euch zusammen. Und zwar Interessantes. Ich weiß nicht, ob alles neu ist. Eine Sache ist auf jeden Fall neu, hier steht es drauf. Aber die Dinge sind auf jeden Fall neu für mich. Und vielleicht auch für euch. Vielleicht habt ihr Interesse daran. Wie die denn schmecken, wie die sich verhalten, was ist das überhaupt? Dann bleibt jetzt dran. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Deswegen gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts Neues. Und ihr kriegt immer mit, wenn neue Taste-Tests stattfinden oder Hauls oder Rezepte gibt es natürlich hier auch auf dem Kanal. Alles vegan. Ich freue mich sehr auf euch, also gerne dann wieder reinschauen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Produkte und dann probiere ich die einzeln. Einige Sachen brauchen ja ein bisschen Vorbereitung, deswegen. Also als erstes von Knack und Back. Da sind ja einige Sachen vegan, also zufällig vegan, ne? Werden aber nicht so ausgeschildert, sind aber, wenn ihr die Zutaten lest, ich habe nachgelesen und ein gutes Indiz dafür ist immer, wenn dann hier steht, also die Allergene. Wenn die Allergene fett gedruckt unten schon steht, Teig kann Ei, Milch und Soja enthalten, dann wisst ihr, da ist kein Ei und keine Milch drin. Also, aber ich habe nochmal alles durchgelesen, es ist soweit so gut. Das ist nämlich, das sind 6 Schokobrötchen, ofenfrischer Genuss. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Also, oder? Es gibt alles, Croissants, Brötchen, also Kram und Hörnchen und alles, aber Schokobrötchen noch nie gesehen. Bin gespannt, wie die sind. Also ich probiere die jetzt schon mal aus, pack die in den Ofen rein. Währenddessen kann ich nämlich was anderes schon machen. Ich habe immer Angst, die aufzumachen hier. Moment, was da? Ach so, hier einzeln ist die Schokolade nochmal. Also hier ist das Ding, ne? Diese Dose und hier ist die Schokolade, die Stäbchen, die ihr dann da reinmachen müsst. So, wie geht das genau? Ziehen Sie die rote Ecke des Etiketts nach links. Oh, ich habe ja Angst. Ich habe Angst. Also hier. Moment. Ich bin nicht ready. Das kommt dann immer irgendwann. Warte. Manchmal platzt es nämlich so voll auf. Boom. Davor habe ich Angst. Nein. Okay, ist es nicht so gewesen. So, dann könnt ihr den Teig so ausrollen. Dann rollen Sie den Teig aus und teilen Sie ihn in Stücke. Also die sind ja schon so vorgeteilt. Und dann haben wir hier sind die einzelnen Stücke. Kann man dann abbrechen oder abreißen eben. Ich muss jetzt alles machen, ne? Weil das kannst du ja nicht mehr aufbewahren. Das ist halt auch das Ding. Dann lege ich das hier auf mein Backblech. Also hier sind jetzt die Stäbchen. Ich habe jetzt gelesen, man sollte immer, also 2 an die Enden. Und dann rollt man das so nach innen ein. So. Und dann legt man es auf die eingerollte Seite. Das ging eigentlich einfach. Und es ist exakt abgezählt. Hier wird nichts verschenkt. Exakt abgezählt. Aber das letzte Teigstück ist etwas zu schmal. Das ist irgendwie ganz anders gewesen. Naja. So. Also noch einrollen und dann so. Die sieht so klein aus, gell? Ich bin mal gespannt, ob die, wie weit die aufgehen werden. Also so weit, so gut. Was mich nur ein bisschen stört, ist wirklich, dass die Teigstücke alle unterschiedlich groß sind. Das eine ist viel kürzer, das eine, und dann kommt die Schokolade hier schon raus, das eine ist viel länger. Ich meine, man hätte es vielleicht noch ein bisschen ausrollen müssen, wirklich, mit dem Nudelholz, aber okay, dann. Jetzt steht hier Ofen vorheizen natürlich und dann vor dem Backen mit Milch oder Eigelb bestreichen, sowieso nicht. Deswegen mache ich hier jetzt ein bisschen Pflanzendrink obendrauf, also Hafer habe ich da. So, ich bepinsel die jetzt mit ein bisschen Hafermilch. Ich hoffe, das reicht aus. Meistens mache ich dann immer ein bisschen Öl noch in meine Hafermilch. Das ist dann quasi wie, wenn man das mit Eigelb bestreichen würde. Ein bisschen Fett. Hoffen wir, dass das auch ausreicht. So. Und das kommt jetzt in den Ofen bei 200 Grad. Ober-Unter habe ich gemacht. Ober-Unterhitze für 12 Minuten. Dann sehen wir mal, was daraus geworden ist. Ich weiß, es ist ein Taste-Test und ihr fragt euch, wann probiert ihr denn endlich was? Ja, jetzt probiere ich was, Also die Dinger sind im Ofen. Ich habe aber hier noch was neu entdeckt habe. Das war auch das letzte im Regal. Das scheint sehr beliebt. Es war alles komplett ausverkauft. Smooth. Kennt ihr das? Smooth Fruit Ice. Das ist die Sorte Coconut und Mango. Es gab auch nur Coconut. Und das ist Moment, ich zeige euch mal, wie das aussah. Weil ich habe es natürlich schon vorbereitet, damit ich das auch essen kann gleich. Also, so sieht es aus. Quasi Wassereis, ne? Oder naja, so, ja, Wassereis, Fruchteis eben. Komische Form, finde ich. Bin auch nur gespannt, wie man das isst. Genau, und dann müsst ihr einfach nur das schütteln, ab in, ins Gefrierfach und über Nacht gefrieren lassen und dann habt ihr euer Eis. Das besteht aus zum größten Teil aus Mangosaft, aus Püree und Kokosmilch. Genau, und dann noch ein bisschen Zucker und andere Sachen. Aber ja, das ist so das Hauptding. Und ich bin gespannt. Also hier habe ich schon ein gefrorenes. Kann man einfach nur hier aufschneiden und dann so rauslutschen, denke ich mal. Hoffentlich.
finde halt diese Formen voll unpraktisch, oder? Wie sollen die so eine Form ausgewählt? Wie soll man das denn rausquetschen? Weil oben ist ja ganz anders als unten. Es geht auch nicht. Doch, es geht. Da. Man kann es doch rausquetschen. Es sieht voll... Oh mein Gott, wie gut das nach Mango riecht. Voll intensiv, fruchtig, tropisch, Mango, extrem. Also, probieren wir mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Das schmeckt, als wäre ich auf den Philippinen. Das hat gerade so, kennt ihr, wenn das Geschmäcker oder auch Gerüche einen so komplett abholen und du bist wieder dort an Erinnerungen und so, wenn es mit Erinnerungen verbunden ist und ich bin sehr so mit Gerüchen und Geschmäckern und das holt mich gerade extrem. Also es holt mich gerade weg. Ich bin gerade auf den Philippinen. Schmeckt genauso wie Mango-Eis, was ich dort mal so gegessen habe. Total lecker. Köstlich. Köstliche Mango. Intensiv, fruchtig, tropische Mango. Ich finde, das schmeckt so nicht eisig, kristallig, sondern es ist auf eine Art und Weise cremig durch die Kokosnuss eben. Und ich finde, die Kokosnuss kommt nur ganz mini durch. Das macht es ein bisschen tropischer noch. Aber nicht, dass man sagt, oh mein Gott, ist das jetzt Kokoseis. Also für die, die das nicht mögen, ich glaube, das wird denen trotzdem gefallen aufgrund der Mango. Und vor allem ist es nicht zu süß. Es schmeckt sehr, also es könnte sogar, hätte sogar noch süßer sein können, aber ich finde es gut so, wie es ist. Schmeckt echt lecker, tolle Konsistenz. Also das ist gut. Yummy, super yummy. Also, ihr wisst ja, ich mache ja Schulnoten jetzt seit neuestem, dann checkt man es besser mit meinen Bewertungen. Und das, ich würde eine 1 geben. Ich finde es so gut, ich finde es schmeckt super lecker. Das würde ich mir nochmal kaufen, ja. Weil ich mag auch die Konsistenz, es ist eben nicht so eisig, kristallig oder so, wie man es bei Wassereis oft hat, ne. Es hat eine schöne Cremigkeit, sehr lecker. Es sieht schon so gut aus, wir sind jetzt bei Halbzeit. Ja. Und das letzte Produkt, und darauf bin ich ehrlich gesagt am meisten gespannt drauf, weil das sind wirklich, da steht vegan Eier steht hier wirklich drauf. Habe ich bei Teegut gefunden von Lord of Tofu. Der Lord of Tofu, genau, der hat die vegan Eier aus Soja-Eiweiß. Alternative zu Rührei, dachte ich mir zuerst, okay. Zuerst war ich so, oh mein Gott, es gibt einen Eiersatz, ja. Dann habe ich mir das genommen, dann dachte ich mir, okay, genau das gleiche, was ich sowieso mal mache mit Tofu und einfach nur Gewürze. Wenn ich auch gesehen, als ich dann gesehen habe, dass es auch nur einfach gelb ist und so. Und dann habe ich es doch nicht genommen. Und dann habe ich mal umgedreht und hinten steht, man kann es wie Rührei nehmen, dafür dann einfach nur mit der Gabel zerdrücken und etwas Öl anbraten in der Pfanne. Aber man kann es auch nehmen wie Spiegelei. Und zwar schneidet man es dann in Scheiben, kurz in der Pfanne anbraten mit Öl und dann mit einem Klecks gelben Senf servieren. Oder man kann es als veganes Frühstücks einnehmen. Und zwar nimmt man dann die Eier nicht aus der Plastiktüte heraus, weil die sind so, ich zeige es euch mal kurz, das sind 4 Stück. So sieht es aus. Einfach nur in so ein Wasserbad sozusagen, 5 Minuten ziehen lassen und dann kannst du das so aus der Höhle pellen und hast dann so dein Ei. Das Problem ist jetzt, es sind 4 Stück drin. Ich will halt jetzt alle 3 Varianten machen, kann mich aber, also kann es nicht so machen, weil das eine ja sagt, ich darf es nicht rausnehmen aus der Tüte, sondern so nur ins Wasserbad, ne? Ich werde es jetzt trotzdem mal versuchen. Ich werde einfach hier versuchen, hier die 2 rauszuholen und die anderen lasse ich so im Wasserbad. Sollte funktionieren. Das ist halt blöd ein bisschen, aber ja, so geht's wohl. Ich schneide es mal auf, ich will mal sehen. Wollen wir jetzt, ich meine, wer will schon diesen krassen Eiergeruch, aber so wird es wahrscheinlich sein, ne? Nö. Gar nicht mal so stark. Also schon ein bisschen, aber nicht so stark, wie ich dachte. Ich dachte, es kommt so wie so ein Pups in die Nase, aber nein. Ach nee, das ist so. Das ist der Plastikbeutel, ja. Dann brauche ich das ja doch nicht mehr. Okay, cool. Also, das hier ist dann einmal das Rührei. Dann gibt es ein Spiegelei. Komm raus! Ja! So, und das geht jetzt in den Kochtopf. 5 Minuten ziehen lassen. Okay. Das rein. Und dann noch die. Also mit gelbem Senf servieren. Ich mach mal so. Die meinen wahrscheinlich so dann, ne? Dann da drauf, wie so das Eigelb. Aber naja, die Illusion ist nicht so da, weil das Produkt recht gelb ist schon. Und hier ist das gekochte Ei. Okay, hier sind meine Eier. Die veganen Eier. Rührei, Spiegelei und das gekochte Ei. Das muss man jetzt aus der Pelle lösen. Wie? So. Naja, komm. Okay, wir haben's.
probiere erstmal das, was ich kenne. Mache ich recht oft wirklich so Tofu Scramble. Okay. Ich muss sagen, es schmeckt nicht, also es hat wenig, ich weiß gar nicht, ob es da drin ist, dieses Kalendermark, das Schwefelsalz. Es schmeckt zumindest gar nicht danach, ja. Es hat nicht dieses schwefelige, diesen Eiergeschmack. Mir schmeckt aber, ich mag die Konsistenz sehr. Die ist sehr weich und also hat, gibt so ein bisschen nach, wisst ihr? Aber es ist sehr schön weich, man kann es mit der Zunge zerdrücken. Es ist nicht so, wie wenn man einen festen Tofu-Block holt. Der ist meistens viel zu krümelig, viel zu fest. Aber ich muss sagen, das schmeckt mir sehr gut dafür. Also für Tofu-Scramble würde ich mir das allein schon, denke ich, nochmal holen. Ja, doch, finde ich ziemlich lecker. Es schmeckt auch sehr reichhaltig, so fettig etwas. Das mag ich auch ganz gerne. Also tatsächlich überrascht mich jetzt das Scramble, weil dafür dachte ich, wird sich das nicht lohnen. Aber für das Scramble allein finde ich es schon gut. Wenn man das jetzt nochmal aufpeppt, weil ich mache meinen Scramble normalerweise immer noch mit Frühlingszwiebeln oder Pilzen mit rein oder was auch immer, Tomate oder Spinat und so weiter. Und dann das Kalendermark noch drauf. So, ich bin gespannt auf die Spiegelei-Variante. Das natürlich, sieht ein bisschen lächerlich aus. Also, das heißt lächerlich, es sieht so, man würde gar nicht erahnen, was man damit zeigen wollte. Aber ich meine, gut, es geht um den Geschmack. Die Sache ist, es ist viel zu groß, viel zu klein natürlich, für, dass es sich so denken lässt, dass es ein Spiegelei ist. Aber es geht um die Sache dahinter. Mal sehen, ob das geschmacklich trotzdem dahinter kommt, ob das irgendwie so ein Ersatz sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Um es so zu essen. Also ich finde, es kommt tatsächlich an das Eiweiß, wenn es gebraten ist, heran, so von der Konsistenz. Wie soll ich sagen? Es gibt ein bisschen nach. Also ich bin überrascht über diese Konsistenz. Ich dachte nämlich, es wäre viel fester. Es ist schön schwabbelig, so ein bisschen. Sehr lecker, aber gut gemeint mit schwabbelig. Es ist gut. Es schmeckt lecker, aber es ist jetzt nicht so, ja, es ist das Spiegelei, wenn du es jetzt so essen würdest nur. Nein, aber es wäre schon ein guter Ersatz, ja. Jetzt hier das Frühstücksei, das so einfach nur reingeplumpst ist, also nur so im Wasserbad gezogen hat. Das schmeckt mir am wenigsten. Das ist so zu viel dann davon. Es schmeckt besser, wenn es gebraten ist. Was ein Unterschied das macht, gell? Das ist das gleiche Produkt, aber gebraten oder einfach nur so im Wasserbad gezogen, ist total unterschiedlich. Das Gebratene ist richtig genial. Das jetzt hier ist so ein bisschen fad einfach. Schmeckt auch ein bisschen trocken und gar nicht nach dem, was es sein soll dann. Ist es ein Ersatz dann dafür in dem Moment? Würde ich sagen, nein. Da ist eher das Spiegelei, kommt mehr so in der, von der Konsistenz her an das Eiweiß eben sozusagen, wo man sagen würde, ja, das wäre dann ein guter Ersatz. Könnte man so einbauen in Speisen zum Beispiel auch, wenn man etwas braucht, ein Spiegelei oder so. Aber so Frühstücksei würde ich sagen, nein. Da wollte ich übrigens auch mal demnächst, das werdet ihr sehen, da werde ich auf jeden Fall so ein Video machen, wie man ein Frühstücksei machen könnte. Vegan natürlich. Aber als Scrambled, also so Rührei, ist es ziemlich genial. Und ich glaube, ich würde es mir trotzdem auch holen, obwohl ich auch Tofu nur nehmen könnte, weil das ziemlich, ziemlich lecker schmeckt, muss ich sagen, wenn du es jetzt mal aufpeppst. Deswegen, weil das so hin und her ist, also es ist gut, aber es ist doch nicht, es ist nicht perfekt und es könnte besser sein, aber es ist toll, die Ideen, würde ich sagen, es ist eine 3. Es ist befriedigend, aber es ist deswegen doch eine 3+, weil ich es so gut finde von einem Scrambled, dass ich das mir trotzdem nochmal holen würde. Schokobrötchen sind fertig, sehen sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Schön braun geworden, alles gleichmäßig, sind aufgepufft ein bisschen, ja, und jetzt sieht es doch alles gleichmäßig aus, auch so von der Größe her, finde ich. Okay, ich kann nicht mehr warten und ihr bestimmt auch nicht. Ihr wollt bestimmt wissen, wie es schmeckt. Das sind jetzt, die sind noch ein bisschen warm, ja? Also ich beiß jetzt mal so rein. Sind sehr schön soft übrigens. Soft und knusprig gleichzeitig. Okay, das schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Weil es halt auch so frisch ist, ne? Deswegen schmeckt es so gut auch. Das kriegt man nie so frisch. Es ist so voll fluffig. Voll fluffig, der Teig. Und die Schokolade ist ja super herb, ne? Sehr bitter. Das ist ja so das Typische da. Aber schmeckt lecker dadurch. Leckerer, fluffiger Teig. Das schmeckt mir, also ich habe in der Vergangenheit schon öfter natürlich mal sowas geholt. Jetzt auch von anderen Marken im Discounter und so weiter. Ich muss sagen, das war so, ist mit das Beste, was ich bisher gegessen habe. Von diesen Knack-Dingern da, sag ich mal. Weil das sind ja auch andere Marken, die es gibt. Das schmeckt schon ziemlich gut. Also der Teig, ich mag das auch, wenn es so ein bisschen wie so roh ist. Kennt ihr das? Also der ist nicht roh, der ist durchgebacken, der Teig. Aber wenn es so ein bisschen so wird, ja. Und der ist sehr schön fluffig, sehr elastisch, hat schöne Lagen. Der ist flaky, aber nicht zu flaky. Immer noch so teigig und nicht zu salzig. Weil ich finde auch, oft sind die zu salzig irgendwie. Der ist auch nicht, also weder zu salzig, noch zu, für mich passt alles. Schmeckt mir ziemlich, ziemlich gut. Ich würde trotzdem sagen eine 2, weil ist schon ziemlich gut, aber kann ich nochmal eine 1 geben? Das ist schon ein bisschen krass. Also es ist gut. Ich sag eine 2. Es ist gut. Ich kann es empfehlen.
probiert das mal aus. Wenn ihr auch so auf so Gebäck steht und sowas und das so richtig frisch haben wollt oder zum Beispiel ihr lebt jetzt nicht da, wo es einen Bäcker um die Ecke gibt, ja, dann finde ich solche Sachen immer ganz gut. Dann habt ihr trotzdem dieses frische Gefühl, also schmeckt so wie frisch gebacken eben, ne? Aber man hat es ja dann doch irgendwie schon fertig geholt. Ich finde, dafür ist das ganz gut. Kann man echt mal machen. Ich mag auch, dass die Schokolade wirklich die ist, also diese Herbe auch, und dass sie es nicht süß gemacht haben oder sowas. Gibt es ja auch manchmal, dass sie das so verändern. Es schmeckt halt wie vom Bäcker wirklich. Deswegen sage ich eine 2, eine gute 2. Es ist schon ziemlich gut, aber ich kann nicht 2 Einsen vergeben. Das gibt es nicht. Es gibt nur einen Star und das war schon ziemlich lecker. So, wieder einige Sachen probiert. Diesmal ganz gut ausgefallen, würde ich sagen. Keine Flops dabei. Ich fand alles eigentlich so ziemlich gut. Manches besser, manches schlechter, habt ihr dann gehört. Vielleicht habt ihr irgendwas auch davon schon mal ausprobiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist und was ich gerne als nächstes so filmen soll für euch, worauf ihr Lust hättet. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder.